Hallo, hallo, es geht weiter. Ich musste noch unterbrechen. Ja, und da habe ich noch einige für 10 Cent Schnäppchenartikel. Ne? Dachte ich, zeige ich auch noch. Und da waren so Bastelmaterial, 22 Gramm, 1,50 war der Preis und sind Sternchen, ne? Die sind so richtig perlmuttfarbig, ne? Die sind rot, silber, gold. Für als Streudecke für diese Schüttelkarten und so, ne? Kann man dann machen, auch für 10 Cent, ne? Zwei Teile. So. Und dann hatte ich noch diese Aufhänger, dachte, naja, die kann man immer gebrauchen, große und kleine dabei. Auch 10 Cent statt 1 Euro. Ja, dann waren zwei Päckchen von den kleineren und größeren. Ja, das sind Anhängerstärke. Guck mal, die sind so mit so einem Aufhänger. Spitze, ne? Da kann man rein. Und die Schleifen sind dabei. So ein Faden, ne? Das sind 25 Gramm, steht nicht die Menge, weiß. Und die sind einfach Streu. Es steht 50 Stück. Würde sagen. Ja, sieht nicht aus wie 50, aber wer weiß, kleinere silberne. Ne? Auch hier 10 Cent. So, ah ja, ich habe hier noch einen Sticker. So ein Eiskristalle. Warte mal, zeigt sie so hellblau, ne? Dachte ich, unterlegen. Hellblau, ja, auch für 10 Cent. Und dann solche Sticker gab es. Sind so, nicht, ah, ne, nicht Sticker, Geschenkanhänger, auch mit Faden, ne? Und steht auch schön Merry Christmas und so weiter. Ja. Hier zwei Stück wohl. Auch für 10 Cent. Davon gab es da in Mengen. Habe ich nur eins mitgenommen, dachte ich. 12er Set Geschenkanhänger. Auch 10 Cent. So. Die waren auch schon Basteldekoration. So, solche Kristalle. Eiszapfen, ne? Richtig so wie mit so einem Glitzer beklebt. Schon mit Hängerchen. So einen Faden, ne? Sechs Stück. Und die sind auch so ähnlich, auch so wie Zapfen einfach, ne? Auch zum Aufhängen. Ja. Finde ich schön. Die sind so ein bisschen anders, ne? Zwei unterschiedliche. So, dann habe ich noch zwei Packungen von den Pompons bekommen. Hier vier Stück, die sind ja süß, ne? Kann man ja in Bastel Arbeit mal nutzen, ne? Ja, zwei Stück, auch 10 Cent. Dann diese Bäumchen, Tannenbäumchen, Streudecke heißt es. Aber das kann man auch, ist ja mit einem Pad schon dran. Und kann man alles Mögliche schmücken damit, ne? Auch 10 Cent. So, dann habe ich ein Päckchen Stoff erwischt für 10 Cent. Naja, 48 mal 48. Und war eigentlich so ein Leinenstoff, ne? Ja, klar, es ist kein Leinen, Polyester, aber ja, Leineoptik, ne? Ja, finde ich auch schön. So, dann habe ich zwei Packungen Dekoschnee mitgenommen, weil zum Schüttelfaden machen, ne, da kann man echt so auch das machen, mitnutzen, ne, den Dekoschnee, finde ich, für 10 Cent. Und die Farbe ist wenigstens so doch weiß, ne?
weil da lag eine Packung, die war irgendwie so, so ein graues Weiß. Dachte ich, nee, ist ja nicht unbedingt. Und ja, zwei Stück reichen für lange. So, und dann habe ich noch Lamette. Nee, ist nicht, ja, ähnlich wie Lamette, aber ich finde so Bastelmaterial, solche Fäden wohl. Oder? Dann werde ich nicht aufmachen, ja, für 10 Cent. So eine weihnachtliche rote Farbe, ein Päckchen. So, dann, ja, es ist auf dem Draht, solche Weihnachtskugeln schon befestigte, ne? Kann man zum Streuse oder Gestecke, weihnachtliche Kränzen so dekorieren, kann man das nutzen. Fehlt nur 2, 3, 4 Stück, ne, sogar mehr vielleicht, aber egal. 2, 4, 6, 7 Stück sind ja da. 12 Set, ah ja. Für 1 Euro war es und dann für 10 Cent, ist okay. Kann ich dann auch den Draht, dass diesen Draht nutzen bei den Blumen. Gestalt kann ich den als Stiel dann nehmen und auch noch. Ja, das Teil. Ja, und da hatte ich auch von diesem Bastelmaterial 9 Gramm, 1 Euro. Und 4 Päckchen und die sind alle unterschiedlich. So ein Streudeko und das kann man ja nutzen für auch für diese Schüttelkarten oder bei den Schüttelelementen. Jetzt ist es so richtig kommt in Mode, in die Mode wieder. Da sind Schneeflocken, ne? Schneekristalle, das sind Engelchen. Das sind Tannenbäumchen, auch Farben, ne? Die sind nicht, und das sind Sterne, ja, super, ne? 4 und auch je 10 Cent, waren 55 runtergesetzt, dann auf 10 Cent, ja, ist auch echt schön, finde ich, kann man damit viel machen. Ja, Glöckchen, dachte ich eigentlich. Bin nicht so ein Fan von, aber es geht auch. Man kann an einem Album mal festmachen oder so dekorieren, sogar in Gestecke und große, ne? Auch 10 Cent. Gab auch noch andere, dachte ich, reichen mir ein Päckchen. Ich habe ja welche noch mal von einiger Zeit auch noch bei Action mal geholt, gab es. Und das letzte Teil. Mary und Bride, ne? Mary und Bride. Ja, sind Sticker, 12 Stück, solche Tannenbäumchen. Und das ist auch zum, auch mit einem Klebepad. Ja, zum Dekorieren finde ich auch schön. So, ja, das war heute echt ein Glück. Ich habe mich echt gefreut, weil unser Teddy, der hat überhaupt, da kommt man gar nicht rein. Alles streng da, dass man da nicht durchkommt ohne Test und so weiter, negative Tests, aber extra diesen Weg machen für eine Kleinigkeit, dass man, ob man überhaupt was auch was kauft, ne? Naja, aber ja, ist auch, finde ich auch okay. Ja, man muss ja das alles wieder mal zum Guten wenden lassen, ne, dass man endlich was wieder aufsteigt. Und wir gesund, wir sind wieder alle, ne? Können uns wieder treffen. Aber ja, so ist heute der Tag. Aber hatte ich schön einiges bekommen. Ach ja, ich hatte noch so 2 Papiere. 2 weihnachtliche, ne? Aber das sind diese großen, ne? Papiere. Für 55 Cent. Statt 1,50. Diese riesige da. Fotokarton. 49,5 mal 68 cm, ne? Ja, beidseitig bedruckte. So große, richtig. 2 Stück waren da. Und die habe ich mitgenommen.
Okay, dann war es das mal. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch die Möglichkeit, noch irgendwo was finden und Schnäppchen machen. Ne? Aber ja, das kann erstmal jetzt weggeräumt werden für demnächst. Ne? Ja, okay, danke dann fürs Zuschauen. Alles Gute. Tschüssi.